Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Crusader Kings 2 Rages of India. Ja, wir sind wieder zurück. Und unser Herrscher Yuthamala hat es geschafft, unser Reich deutlich zu vergrößern. Wir haben 1, 2, 3, 4 Provinzen hier oben jetzt erobert in diesem Krieg gerade eben. Wir haben aus irgendeinem Grund hier, also ich glaube, ich habe wohl doch einen Anspruch auf das Herzogtum fingiert und habe es nur nicht richtig gelesen, weil die ganzen Namen hier so komisch sind. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier das ganze Herzogtum gekriegt. Unter anderem diese drei Provinzen. Und der hier ist sofort zu unserem Vasallen geworden. Die drei Provinzen haben wir dann vergeben, beziehungsweise Grafschaften, ich sag schon wieder Provinzen. Weil unser Domänenlimit nicht groß genug war. Obwohl hier mittlerweile angezeigt wird, 2 von 3. Na toll, okay. Jetzt könnten wir 3 haben. Dann hätten wir eine behalten können davon, eventuell. Aber egal, dann sollten wir vielleicht jetzt eins in unserem de jure Herzogtum uns noch holen. Und zwar das hier unten. Genau, du hast einen starken Anspruch auf diese Provinz. Oh, guck mal, da könnten wir sogar den Anspruch durchsetzen. Wenn wir keine Aufgebote ausgehoben hätten. Machen wir das mal. Oder wir könnten. Ne, Unterwerfung geht natürlich nicht. Wir haben nicht genug Pietät. Logisch. Dann heben wir, machen wir unsere Aufgebote runter. Unsere Söldner lassen wir lieber noch, weil es kostet ja viel, viel Geld, die auszuheben. So, okay, Pietät haben wir nicht. Ja, egal, dann setzen wir deinen Anspruch durch. Krieg erklären. Er kriegt dann zwar die zweite Provinz und nicht wir, aber ja, er ist trotzdem noch unser Vasalle, das heißt, die Provinz gehört trotzdem dann zu unserem Reich. Von da ist das dann sehr, sehr gut. Wir kriegen dann auch eine Menge Beziehungsboni mit ihm, weil wir seinen Anspruch durchsetzen. Allerdings werden wir dann danach, wenn wir ihm das hier abziehen, wahrscheinlich dann nochmal Mali kriegen, aber egal, das passt schon. So, du bist Maharaja von was? Da unten. Du willst unsere Tochter mit. Wer ist das? Irgend so einem Rententypen verheiraten. Nachfolger auf Lambakana Königreich. Warum bist du denn? Eltern? Nee, hä? Doch, also das ist sein Sohn. Okay, es ist sein Sohn. Mit unserer Tochter. Mit unserer welcher von unseren Töchtern? Hä, warst du nicht schon verlobt? Ach, die ist diejenige, die mit dem anderen verlobt ist. Okay. Okay, Verwirrung. Ja, das machen wir. Finde ich gut. Dann müssten wir jetzt den. Nee, auch nicht. Wieso kriegen wir denn hier keinen Verbündeten? Dadurch, dass wir heiraten schließen. Ist mir irgendwie nicht ganz klar. Warte mal. Mit wem ist unsere Tochter jetzt verheiratet? Nee, das war doch nicht der Richtige. Ist doch irgendein random Typi. Ah, guck mal. Ah, das ist der Sohn vom Nachfolger. Okay. Oh, in Wengipura gibt es eine unheimliche Plage. Viele Reisenden und Karawanen sind verschwunden. Weitaus mehr als normalerweise der Räuberei, Unfällen und Krankheiten zum Opfer fallen soll. Das sollten wir untersuchen. Ja, auf jeden Fall. So, Armee zusammenfassen. Das ist genauso strukturiert wie gerade. Und dann belagern wir hier mal unser Kriegsziel. Ah, guck mal, hier ist seine Armee. Kriegen wir den Teil? Ja, dann haben wir schon mal 200 von seinen Truppen ausgelöscht. Ausgezeichnet, wir kriegen einen Kriegskunst, okay. Sehr schön, aber ich will eigentlich keine Truppen anführen, ehrlich gesagt. Wir müssen unsere Untersuchungen fortfahren, okay. Genau, wo bin ich hier Anführer? Leider, ich kann das nicht wegmachen, weil wir kein Königreich sind. Das ist so ein Schrott einfach nur. Normalerweise würde ich mich dann nach oben setzen und dann mich selber absetzen, aber das geht nicht. Nur vielleicht, warte mal, wenn wir so machen, so. Nee, das geht nicht. Okay, das ist natürlich ein Problem. Gut, dann lassen wir das trotzdem so. Dann laufen wir aber so dahin, dass wir keinen Flussüberquerungsmali kriegen. Genau, kein Flussüberquerungsmali darüber. Ich finde das so cool. Das müsstest du einfach in Europa Universalis ausgeben. Ganz ehrlich, hier. Hier, so einfach. Ein Fluss fließt zwischen bla bla. Ja? So einfach. So ein kleiner Tooltip. Hier gibt es für jede Provinz. In Crusader King, in Europa Universalis gibt es nirgends. Nirgendwo. Eure Reiter waren immer noch nicht fähig, irgendwelche Hinweise zu den Angriffen zu finden, doch zumindest sind die Karawanen sicher. Zudem wurde bemerkt, dass dass Karawanen, die kurze Strecken zurücklegten, niemals auf diese Weise angegriffen wurden. Nur die lange Wege zurücklegten. Seltsam.
Versorgt alle entsprechenden Karawanen mit militärischer Begleitung. Okay, 18 Dukaten. 18. Was ist das hier eigentlich? Reichtum. Ja, okay. Einfach Geld. Einige Monate sind vergangen, seitdem ihre Karawanen in der Provinz Wengipura mit großen Militärtrupps geschützt habt schützen lassen. In diesem Zeitraum sind keine weiteren Karawanen verschwunden. Reisende und Händler können nun endlich durchatmen. Noch immer stört es euch, dass ihr wohl niemals wissen werdet, wer dafür verantwortlich war. Ah, es gibt aber Gerüchte, irgendwas. Das ist nicht länger mein Problem. Okay. Dann verfolgen wir seine Armee. Wir haben gewonnen. Töten wir den Rest hier. Okay, und dann belagern wir immer irgendwas. Okay, unsere ganzen Vasallen hassen uns mittlerweile. Wir sollten vielleicht... Reichen 1200, um das zu belagern? Ja, dann lassen wir ganz kurz hier unser Gefolge auflösen. Unsere Aufgebote. Damit unsere Vasallen uns nicht ganz so hassen. Und unsere eigenen, um ein bisschen Geld zu sparen. Und dann können wir eine neue Ambition wählen. Werdet König von Andra, okay. Intrigenfähigkeit verbessern. Ja, die ist halt auf 0, ne? Also, ja, machen wir einfach mal. Kann nicht schaden. Aber ich denke, bis wir damit fertig sind, sind wir schon tot. Obwohl, interessanterweise, die Inder sehr lange leben anscheinend, so wie ich das sehe. Wer bist du? Keine Ahnung. Irgendjemand in unserem Gefängnis? Nö. Du kommst da nicht wieder raus. Und was auch sehr cool ist jetzt mittlerweile, dass man nur noch Gefangenen freikaufen kann, wenn... Ja, wenn sie es auch annehmen. Also wenn man hier nur noch... Man kann hier nur noch draufdrücken, wenn sie es auch annehmen. Vorher muss man dann erst klicken und dann wird einem angezeigt. Nein, dann wieder zurückklicken. Nein, zurückklicken. Nein. Das war sehr, sehr nervig. Und jetzt geht es auch so. So, unsere Söldner regenerieren 22 Soldaten im Monat. Das ist natürlich nicht so bombeviel, aber immerhin. Immerhin ein bisschen was. So, jetzt haben wir schon 2 landlose Söhne. Schockiert über Nachfolgerechtsänderungen. Ja, ja, bla bla. Ein nackter Asket der Jainisten erschien an eurem Hof und bat um eine Audienz. Vor euch im Thronsaal sitzen, kritisiert er euren Lebensstil, nennt euch sündig und erzählt von jainistischer Reinheit und Harmonie. Erzähl mir mehr, da würden wir wahrscheinlich dann Jainist werden. Zieht Kleider an, Mann. Ihr nennt mich sündig. Wachen bringt ihn raus und enthauptet ihn. Jainisten in eurem Reich wurden beleidigt. Haben wir eh keine, von daher ist das egal. Glaube ich mal. Oder sind doch alles... Alle unsere Vasallen sind Hinduisten, soweit ich das weiß. Ja, dann nehmen wir da Prestige. Unser Sohn ist erwachsen. Das Problem ist, langsam kriegen wir negativ Prestige, weil wir so viele Kinder haben und denen kein Land geben. Ich hätte vielleicht das ganze Land hier an meine Söhne geben sollen. Das Problem ist, wenn wir dann sterben... Kriegen die ja alle einen Anspruch auf unsere Herzogtümer. Und dann kann es sein, dass die dann Rebellion machen, später gegen uns. Was doch sehr, 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 sehr doof wäre. Von daher lassen wir das lieber mal. Wer ist da gestorben? Irgendjemand ist gestorben. Wer bist denn du? Ah, okay, der Sohn von dem hier. Der, den wir gerade angreifen, über diese Provinz. Amarvati. Okay. Nein, du bleibst in unserem Gefängnis. Das sind jetzt die Leute hier, die wir gerade gefangen haben in diesem Krieg. Ah, guck mal, der will die sogar haben. Für 10 Gold machen wir. Okay, dich nimmt er auch. Seine Tochter vermutlich für 26 Gold. Danke. Danke für das Geld. Das unterhält ein bisschen länger unsere Söldner, weil momentan verlieren wir hier 3 Dukaten im Monat. Okay, er gibt auf. Genau, unser Vasalle erhält den Titel. Akzeptieren. Okay, ah, guck mal. Wir können das Königreich gründen. Sehr schön, weil wir jetzt mehr als 50% haben. Sehr gut. Okay, dann... Gucken wir mal, erstellen. Wir brauchen 200 Karma. Okay. Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. So, gegen dich haben wir keinen Kriegsgrund. Wahrscheinlich sowieso Waffenstillstand. Wie sieht es bei dir aus? Hier haben wir auch Waffenstillstand. Okay, hier können wir irgendwie keinen Anspruch drauf hingehen. Dann versuchen wir einfach mal das da. Vielleicht geht es da ja besser. Manchmal geht es einfach nicht und dann müssen wir einfach die Provinz wechseln. Gut, dann werden wir jetzt aber dir den Titel da entziehen, genau. Das machen wir aber mit der Verschwörung, weil da verlieren wir keine Beziehungen. Keine Beziehung mit allen unseren anderen Vasallen, so rum. VI irgendwas, genau. Machen wir das. Warum können wir dir den Titel entziehen? Keine Ahnung.
So, auf, helft mir. Oh ja, oh, sehr schön. Alle unterstützen mich. Okay, dann lassen wir unsere Söldner schon mal gleich da rauflaufen. Entzieht den Titel. Das bedeutet Krieg, Krieg. Ha, guck mal, hier hat er jetzt halt 8 Mann. Ist halt gerade erobert, das hat noch den kürzlich eroberten Mali. Von daher bringt ihm das eigentlich nichts. Also nur da könnte er Truppen ausheben. Und da sitzen wir jetzt schon drauf. Das heißt, da kann er jetzt erstmal nichts mehr machen. Und er hier wird jetzt anscheinend annektiert. Herzogkriegs um Anspruch auf... Okay, er erobert diese Provinz anscheinend. Würde die zu unserem Königreich gehören? Nee, okay, von daher ist das für uns egal. Wie viel Pietät kriegen wir denn? 0,2 nur. Im Monat. Das ist aber... Nee, warte, im Monat oder im Jahr? Monat, ja, okay. Das ist nicht so Bombe. Okay, versuchen wir hier mal einen Sturmangriff. Okay, das ist kein guter Plan. Brechen wir wieder ab. Verlieren wir da sehr, sehr viele Truppen. So, ah ja, guck mal hier. Der Malus ist schon fast wieder komplett weg. Das ist sehr schön. Dennoch, wir müssen irgendwie mehr Pietät kriegen. Wie kriegen wir mehr Pietät? Gibt es doch bestimmt hier irgendwas, was wir machen können, oder? Tigerjagd, wählt einen Schutzgott, sucht nach einem Guru. Das hört sich nach Pietät für mich an. 50 Gold. Okay. Sehr gut. 10 Gold haben wir schon wieder bekommen durch die Belagerung hier. Belagern wir das Ganze fertig. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier den Kriegselefanten. Cool. Sieht geil aus. Eine unserer Töchter ist erwachsen, die verlobt ist. Okay. Guru Pandara. Ah, wow, guck mal hier. 27. Das ist ja mal awesome. Okay, dann bist du auf jeden Fall jetzt unser Typ hier. Dann machen wir mit dir mal Kulturforschung, ganz ehrlich. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen schneller hier Legalismus. Oh, guck mal, wir können sogar schon Legalismus 2 machen. Sehr gut, weil das bringt uns jetzt auch tatsächlich erst was für uns, weil wir jetzt Herzog sind. Das heißt, wir kriegen jetzt plus 1 Domänengröße. Das heißt, wir haben jetzt 4 Domänengröße. Bringt uns noch nichts, weil unser Hauptherzogtum nur 3 Dinge hat, die wir halten können. Hier müssten wir dann noch eine Burg bauen, was 600 Dukaten kostet, was wir uns momentan noch nicht leisten können. Okay, 91%, dann töten wir hier noch seine 8 Mann da und belagern hier noch ein bisschen runter. Er ruft uns in den Krieg. Was wäre das jetzt? Maharaja von Pala war das, ne? Mit wem bist du denn im Krieg? Mit den hier oben. Okay, ja. Nehmen wir an. Kein Problem. So, du schließt Frieden. Ich bekomme den Titel. Ja. Danke, danke. Genau, er ist jetzt hier der Herzog von dort. Er mag uns sogar noch relativ. Es ist die Frage, soll ich ihn jetzt gefangen nehmen und ganz aus unserem Reich verbannen? Könnte ich natürlich machen. Hast du genug Geld? Ja, wir könnten aus dir noch ein bisschen Geld rauspressen. Ah, guck mal, ja. Er rebelliert schon wieder. Okay. Ah, komm, wir haben jetzt endlich einen Verbündeten. Der da oben. Sehr schön. Endlich, ey. Mein Gott. Minus 5,5 alle 12 Tage. Ist natürlich nicht so Premium. Könnte schneller gehen. Können wir mittlerweile Belagerungsausrüstung holen? Ja, sehr cool. Und dann können wir eventuell bald Schiffsbau uns holen. Und dann können wir vielleicht... vielleicht hier bei den Muslimen ein bisschen Geld rausholen. Guck mal, da sind auch schon Muslime. Durch Zufall habt ihr von Wengipura, einem alten Schneider, erfahren, dass sich vor einigen Jahren als Hochspitzel... der sich als einigen Jahren vor Hochspitzel einen Namen bei einem der Adligen des Umlandes gemacht hat. Sag mal, diese Dinger, ich bin da immer total verwirrt, wenn ich die vorlesen muss. Durch Zufall habt ihr von Wengipura, einem alten Schneider, erfahren, der sich vor einigen Jahren als Hofspitzel einen Namen bei einem Adligen des Umlandes gemacht hat. Das ist ein komplizierter Satz, ne? Die Geschichten seiner Listen und Ränke sind in aller Munde. Wenn auch nur die Hälfte dessen wahr ist, was man sich erzählt, dann könnte dieser Mann euch gewiss die eine andere Sache über Ränke schmieden oder was auch immer beibringen. Ich werde ihn aufsuchen. Okay, als ihr den Schneider in seiner eher einfachen wirkenden Werkstatt besucht, tut dieser ahnungslos und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr vielleicht an der falschen Adresse seid.
Er bietet euch freundlich Tee an, doch als er sich umdreht, hält er stattdessen ein Messer in eure Hand. Bevor ihr reagieren könnt, steht er im nächsten Moment auch schon hinter euch und drückt das Messer an euren Rücken, schätze ich mal. Niemand. Ich hoffe, also wer seid ihr? Nee, was wollt ihr? Niemand? Keine Ahnung. Egal, ich hoffe, etwas von euch lernen zu können. Okay, nach einer Befragung beruhigte sich der Alte schließlich und hält euch nicht länger für einen Mordbuben. Widerwillig erklärt er sich bereit, euch den ein oder anderen Kniff beizubringen, vorausgesetzt ihr behaltet sein kleines Geheimnis für euch. Okay, Training, los geht's. Okay, das hört sich schon mal ganz gut an hier. Jetzt kriegen wir hier auch ein bisschen mehr Dings. Oh, unser... Toll, unser Guru. Ich habe ja schon abgekratzt. Na guck mal, wir haben hier aber nur einen... 22, auch nicht schlecht, ne? Auch ziemlich, ziemlich gut, um genau zu sein. So, das sollte jetzt relativ schnell gehen. Ah, guck mal. Er gibt schon auf, wir kriegen... ein bisschen Prestige und... Ja, ich kann ihn leider nicht verbannen, ist halt die Frage. Ich würde dann... minus 20 mit allen meinen Vasallen kriegen, dafür allerdings 200 Gold und seinen Grafschaft. Ja, das ist, denke ich, worth it. Und dann lösen wir unsere Söldner, denke ich mal, auf. Oder sollen wir sie behalten? Wir verlieren nur noch einen Dukaten im Monat dadurch, von daher behalten wir sie einfach mal noch. Ist ja quasi kein Problem. 11 und 12. Nö, wir lassen dich da drinne. Oh, nee. Oh, ich habe bei einem falschen Stat geguckt, glaube ich. Okay, wir sind wieder gestresst. Jetzt guck mal, wie viel Pietät hast du? 91, okay. Du bist immer noch Louis, meine Phrasen. Unser Hofspezialist gestorben im natürlichen Tod, okay. Du bist unser neuer Hofspezial, Intrigen auf Decken, würde ich sagen. Jupp, los geht's. Okay, Ansprüche fingieren ist gerade nicht mehr, ne? Irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Vorhin ging das so gut, haben wir zwei direkt hintereinander gekriegt. Nach einer langen und anstrengenden Zeit unter der Führung des alten Meisterspions habt ihr viel über lange Mäntel und versteckte Dolche lernen können. Eure Fähigkeiten zur Intrige haben sich verbessert. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir eine Intrigenfähigkeit. Ist das nicht geil? Das ist doch schon toll. Na, weil wir hier noch gestresst jetzt haben. Das kostet uns nochmal eins. Und mein nächster Sohn ist erwachsen. Jetzt verlieren wir schon minus 1,2 hier. Das ist echt ein bisschen unschön, dass wir so viel Prestige verlieren, weil wir so viele Kinder haben, Mensch. Aber jetzt kriegen wir keine mehr. Ah, oh, und wir sind tot. Okay, Anwärter sind... Was? Mein Vater ist ein Anwärter. Auf unseren Thron. Hä? Okay, er starb an großem Stress. Lang lebe Ratchatala. Okay, wir sind 41. Unser Halbbruder hat hier Ansprüche. Eigentlich müssen alle unsere Brüder Ansprüche haben. Rein hypothetisch. Okay, der hat nur einen schwachen Anspruch. Okay. Und ihr alle habt auch alle nur schwache Ansprüche. Okay. So sei es. Gut, wir haben jetzt zu viele Gebiete, weil wir jetzt das hier gerade noch geerbt haben. Ist halt die Frage, das hier ist deutlich besser. Dann behalten wir das hier unten und geben das hier ab an irgendjemanden. Wir haben eine Tochter. Ich glaube, wir müssen mal unsere Frau hier loswerden. Hat unsere Tochter wenigstens überdurchschnittlich? Nein. Gut, dann müssen wir dich hier loswerden. Sorry. Sorry, wir müssen dich loswerden. 24 nur. Warum mögt ihr... Warum? Ihr werdet von allen wieder gemocht, oder was? Ermorden. 50 würde mich das kosten. Wo bist du? In meiner Hauptstadt, schätze ich mal. Ja. Okay, dann erstmal unseren Dings hier wieder austauschen. Oh, guck mal. Verlangt Ratsch von Kalinga, minus 20. Kurze Herrschaft weiblicher Nachfolger. Boah, die hassen uns ja jetzt alle. Wow, okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, Ambition. Auf jeden Fall Diplomatie verbessern. Ja klar, unsere Diplomatie ist null. Klar, dass uns alle hassen. Dann nehmen wir hier einen neuen Typen. Machen wir erstmal Beziehungsverbesserung am besten. Ist wahrscheinlich erstmal wichtiger.
Dann sollten wir einen nehmen, der uns möglichst gerne hat. Vier aber nur, ja. Aber der hat auch Land, von daher nehmen wir den einfach mal. Hey, jetzt mag der uns noch weniger als vorher. Was macht denn das für einen Sinn? Persönliche Diplomatie minus 12. Alter Vater, ey. So, Intrigen aufdecken. So, dann nehmen wir hier meinen Cousin. Ne, wir nehmen lieber. Die hassen uns halt alle. Alle. Das ist ja heftig. Okay, wir müssen uns als allererstes mal jetzt diese Grafschaft da oben abtreten. Damit wir nicht mehr den minus 10 für zu große Domäne haben. Haben wir immer noch. Ah, okay, wir haben nur noch drei Domäne jetzt, okay. Also wir müssen noch eins abgeben, machen wir das. Amavati geben wir noch ab, dann haben wir nur noch Sachen in unserem Diure-Teil. Ah, okay, das erklärt auch, warum die uns alle so gehasst haben. Weil wir zwei über unserer Domäne waren. Die mögen uns jetzt zwar trotzdem noch nicht so Bombe, aber immerhin nicht mehr ganz so schlimm. So, du magst uns jetzt natürlich schon mal relativ. So, du hast uns ohnehin. Du magst uns relativ gerne. So, gehen wir, ne? Oh, Mundschenk minus 40. Krass. Okay, warum hast du uns so krass? Ah ja, die wollen alle dieses Herzogtum hier drüben haben. Das ist natürlich ein Problem. Okay, aber wir haben sehr viel Geld und noch unsere Teile, unsere Söldner von vorher noch ausgehoben. Von daher sollte das durchaus machbar sein. Ja, wir treten hier allen deinen Kriegen bei. Das ist schon okay. Und wir brauchen einen neuen Kämmerer. Das Problem ist, dadurch, dass die uns alle hassen, kann es sein, dass wenn jemand hier gegen uns eine Verschwörung startet, dass die denen halt helfen und dann kriegen die halt echt viel, viel Stärke. Guck mal, Fraktionen haben wir aber noch keine, okay. Der indische Hindu-Glaube. Oh, guck mal, 76 moralische Autorität. Krasser Scheiß. Wo sind denn unsere ganzen religiösen Stätten? Dort, 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 dort. Okay, das ist immer im Besitz, einfach weil diese indischen Religionen alle quasi fast als eine zählen. Nur wenn jetzt hier ein Muslime die erobern würde, wäre es schlecht. So, Schiffsbau, okay. Haben wir denn jetzt irgendwas von Schiffen? Nö, okay. Dann würde ich sagen, investieren wir jetzt einfach mal 146 in eine Schlosswerft. Anspruch auf meinen Titel zu erheben. Wer bist du? Du. Okay. Das ist mir egal. Kannst ihn eh nicht durchsetzen. Der ist immer noch in seiner Rebellion, schon seit einer Ewigkeit. Können wir dir mittlerweile den Krieg erklären? Nö. Können wir dir irgendwie den Krieg erklären? Nö. Gucken wir mal, wir könnten ihm hier den Krieg erklären. Warum? Niglari beanspruchen. Okay. Unterwerfung. Oh, guck mal, ich könnte versuchen, das Königreich zu unterwerfen. Okay. Wie viele Truppen hast du? 5000. Okay, da haben wir natürlich keine Schnitte dagegen. Wir haben 11.000 plus 1.400 Söldner. Bei denen wir wohlgemerkt eine ganze Menge Geld verlieren. Zwei mittlerweile im Monat. Und okay, er hat hier jetzt noch mehr Provinzen von ihm hier erobert. Das ist natürlich unschön. Unterwerfen von Andra können wir immer noch nicht machen. Und Pietät kriegen wir auch nicht genug momentan. Mein Halbbruder will einen Titel. Nein. Okay. Ihr wollt den Anspruch durchsetzen von meinem Halbbruder. Warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, warum springt die Kamera darüber? Keine Ahnung. Egal. Okay, wir sind ein neuer Charakter. Hoffen wir mal, dass wir mit dem jetzt hier schaffen, das Königreich von Andra zu gründen. Dann sind wir schon mal ein König. Dann sollte es vielleicht ein bisschen einfacher sein, der nächst. Und als nächstes versuchen wir dann das Königreich von Orissa zu gründen. Wie viel haben wir davon eigentlich momentan? Wahrscheinlich noch nicht so viel. 29%, okay. Ja, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Und Kaiserreich ist dann Deccan Empire, okay. Gut, dafür brauchen wir natürlich den größten Teil von diesem großen Blob hier, aber bis wir das kriegen, wird noch eine Weile dauern. Okay, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 2 Rages of India. Bis zum nächsten Mal, euer Violett.